Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier auf meinem Kanal. FIFA 17, Köln-Karriere. Und wir simulieren gleich mal das Training hier. Und dann geht's auch sofort ins Match gegen SC Freiburg. Und das war ein miserables Training, abgesehen von Bittencourt und Sörensen, die das beste Training hier absolvieren. Horn ist durchgefallen und Özcan und ach, einsam auch nicht so gut. Und ich bin Level 9, sehe ich oben. Und dann geht's auch gleich in die Partie gegen Freiburg. Wir sind Dritter nach 2 Spielen. Wer die letzte Folge gesehen hat, weiß das ja schon, dass wir einen späten Ausgleichstreffer kassiert haben. Leider Gottes noch. Das ist die Aufstellung, oder? Ja, das ist die Aufstellung. Ich guck noch mal, ob wir die Tor-News anhaben. Keine Sorge. Ja, gut. Ist kein Spiel jetzt. Und würde ich sagen, let's go ins Spiel. Los geht's. Im Regen sehe ich hier. Und da oben seht ihr es auch, Waldsteine, obwohl ich reine Energiesteine eingegeben habe. Das funktioniert irgendwie nicht so ganz, wie es sollte. Naja, ist auch egal. Frank Wollfuß und Frank Buschmann kommentieren nicht. Das werde ich machen. Mal wieder. Und ich denke, das schauen wir uns nicht an. Und legen direkt los im Spiel gegen Freiburg. Ich habe so ein Gefühl, dass das auch ein schönes Spiel wird. Bis jetzt läuft die Saison ja eigentlich ganz gut. Unten sehen wir auch nochmal die Aufstellung. Und Freiburg direkt über den Flügel, aber es war eine ganz schlechte Flanke. Gebühr vorherigen Verein VfB. Ja, aber ich weiß sofort, wer das ist, weil es gibt ja so we so ja so wenige Vereine, die mit VfB anfangen. VfB Stuttgart. Ja, V Wolfsburg ist VfL. Na gut, eigentlich fällt mir nur Stuttgart ein, ne? Naja, egal. Vergesst es einfach. Na komm, Modest. Naja, Spiel ist noch lang, aber ein frühes Tor würde uns natürlich sehr helfen. Können wir ruhiger spielen. Schön gemacht. Hier auf die Außen. Flanke in die Mitte. Aber was ist das? Was ist das für ein versuchter Kopfball in der Luft? Das ist ja grauenvoll. Und da haben wir geklärt und das gibt Einwurf nur. Gegen den Spieler hat den aber einfach nicht gejuckt, dass wir ihn angeschossen haben. Auf jeden Fall bringen wir sie unter Druck, direkt noch auf Offensiv stellen. Das vergesse ich am Anfang des Spiels immer. Schön jetzt. Na, das war ein blöder Pass. Warum spielt er auch dahin? Aber Ball erobert und das ist Freistoß für Freiburg. Da sind wir zu hart reingegangen. Naja. Und das war gut gemacht von Freiburg. Und wir kriegen da den Ball nicht weg, aber der wird geblockt und das ist Eckball für Freiburg, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, den haben wir definitiv noch abgeblockt, abgefälscht. Und damit gibt es Eckball für Freiburg. Der ist immer noch nicht geklärt. Oh, auf der Linie. Keine Ahnung, wer da auf der Linie stand, aber Gott sei Dank stand da einer auf der Linie. Denn der hat uns hier ein Tor verhindert und das, ja, muss man gar nicht erst dran gehen, hat Horn schon recht. Und ich denke, wir machen einen weiten Abstoß. Ball, der kommt ja eh an, sage ich ja. Aber da vorne steht keiner frei. Da. Ja, da ist alles ziemlich voll, aber das ist, der kam da richtig angerast. Das war schön gemacht von Bittencourt, aber nicht richtig getroffen dann und dann geht der ja doch ein bisschen drüber.
Aber Bittencourt ist auf jeden Fall ein ziemlich guter Spieler. Und das nicht nur in diesem Spiel. Ich bin froh, dass der, ja, er ist nicht mehr verletzt, glaube ich. Ich bin froh, dass er jetzt wieder spielen kann. Weil seit er gefehlt hat, lief es bei Köln jetzt nicht mehr so gut wie beim Start. Ich meine, gegen Werder Bremen und so. Da hätte man einen Sieg holen müssen. Und gegen Leverkusen eigentlich nicht, aber man hätte die Führung ja wenigstens über die Zeit bringen können. War nämlich eigentlich ein dummer Gegentreffer. Und das ist ein schöner Pass. Und das ist abgefälscht vom Freiburger Abwehrspieler. Und der kommt dazu Modest und dann können wir hier abschließen, aber nicht gut gemacht von Modest. Da muss mehr Druck hinter dem Ball. Und das war definitiv eine Grätsche und es gibt Freistoß und bestimmt auch Gelb. Ja, und das verdient. Es war kein bisschen den Ball getroffen, glaube ich. Ja. Eine halbe Stunde ist gespielt. Und bis jetzt ist es ein spannendes Spiel, ausgeglichen. Auf jeden Fall. Da kann man hinpassen. Ja, da wollte ich jetzt nicht unbedingt hinpassen. Aber er ist ja angekommen. Aber jetzt Ballverlust. Können wir da? Nee, können wir nicht. Wir stehen da zu sehr auf einem Knubbel. Unsere Spiele sind immer noch nicht gerade die schnellsten. Und Freiburg spielt uns hier gerade aus und deswegen musste ich grätschen. Ist ja Gott sei Dank. Haben wir ja wirklich den Ball getroffen, aber jetzt gibt's Einwurf für Freiburg und mein Mund trocknet schon wieder aus. Nach jedem Spiel, das ist jetzt. Also. Dieses Freiburg-Spiel nehme ich jetzt direkt nach der ersten Aufnahme des Karrieremodus auf. Also ich habe die Vorbereitung aufgenommen, dann Darmstadt, Wolfsburg und jetzt das hier. Und nach jedem Spiel, nach jeder Aufnahme muss ich sofort mal viel trinken gehen, weil ist schon wieder ziemlich trocken und der ist abgefälscht und dann hat den. Aber die Spieler, unsere Spieler sind eigentlich relativ fit. Also nach jedem Spiel war der Fitnessbalken ziemlich hoch wieder. Gott sei Dank müssen wir nicht. Und das war gefoult im Strafraum. 11 Meter. Oh, das ist mies. Weil das war gar nicht so gewollt, dass er jetzt so. Ja, das war. Ja, das war definitiv, der wollte definitiv den Ball wegschießen da, aber da stand unser Spieler im Weg und deswegen hat der unseren Spieler mit weggeräumt. Ja, unser Ziel wird angezeigt und. Was war das denn? Ich hab falsch gedrückt. Scheiße. Ich hab falsch gedrückt. Das gibt's doch nicht. Jetzt haben wir hier 11 Meter ver. Eigentlich kann ich Elfmeter schießen. Oh. Ich wollte hier richtig schön reinballern und dann drücke ich einfach die Flankentaste. Das gibt's doch nicht. Und deswegen geht es jetzt 0:0 in die Halbzeit und wir hatten die ja beste Gelegenheit im Spiel hier. Aber Modest macht sie nicht. Schieben wir die Schuld einfach auf Modest, weil ich meine, konnte ich nichts da machen. War nicht mein Fehler. Ballbesitz, ja. Wenn man sich die Zahlen so ansieht, muss man nicht großartig sagen, dass das Spiel eigentlich doch nicht ausgeglichen ist, sondern Freiburg eigentlich schon längst führen müsste. Tun sie aber nicht. Und deswegen steht es hier 0:0. Und so geht es auch weiter in die zweite Halbzeit im Waldstadion. Keine Ahnung, warum das immer noch so heißt. Wir verlieren direkt den Ball, holen uns wieder Yuya Osako. Wird direkt eingeholt hier. Ja, Ballverlust. Wollt zurückziehen, aber hat der Spieler wohl gemerkt. Einfach mal so draufziehen. Ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube Risse, weil nur Risse hat so einen guten Schuss. Ernsthaft. Der ist leider auch verletzt. Ob der nochmal wiederkommt, ich weiß es nicht. Hoffentlich.
kommt er noch mal wieder. Der wird die ganze Saison jetzt ausfallen. Das ist so scheiße. Ob der bleibt, der ist, wer er gewesen ist, keine Ahnung. Ob er danach noch immer so gute Freistöße schießen kann. Ob er danach immer noch der Risse ist, der er jetzt halt ist, ne? Einer der besten Spieler, also ich finde, er ist einer der besten Spieler in Köln, aber Gott sei Dank ist Bittencourt jetzt wieder da, ist auch einer der besten Spieler. Also so die besten Spieler von Köln finde ich definitiv Modest, Horn, Bittencourt und Risse. Ich frage mich, warum Risse und Bittencourt noch nicht in den deutschen Nationalkader aufgenommen wurden. Weil ich meine, die spielen ja nicht schlecht. Auf jeden Fall gut. Risse ist jetzt eh zu spät. Ob der nochmal zurückkommt, hoffentlich. Aber ich glaube, derselbe würde nicht mehr sein. Und da stand einer im Weg. Komm, einfach mal von hier jetzt draufziehen. Aber da steht immer noch einer im Weg. Er nimmt uns den Ball ab. Blöd. Gut. Nein! Das ist so eng da vorne, da kommt man gar nicht durch. Ist auf jeden Fall nicht kein leichtes Spiel. Und das war eigentlich faul, aber will nicht meckern. Wir sind hier am Ball. Ah. Nicht getroffen. Schön Ball abgenommen. Hier der Pass und das war faul. Igniszewski, Philips. Oh, ich habe den im Tor gesehen. Ich habe den Ball im Tor gesehen. Das war eine richtig gute Flanke und der stand da völlig frei. Oh, der war ganz knapp daneben. Ganz knapp. Ich habe den drin gesehen. Und das wäre nicht ganz unverdient gewesen, aber trotzdem will ich hier einen Sieg mit nach Hause nehmen, weil ja, ist Freiburg. Leute, und wir sind Dritter momentan. Auch keine schlechte Platzierung in der Tabelle. Bittencourt. Na komm. Komm, zieh drauf. Zieh drauf. Ah, von so weit. Wäre schon viel Glück. Hätte das sein müssen, damit der drin gewesen ist. Und das war Höger. Ja, aber Höger. Aber der war nicht platziert genug. Einfach in die Mitte. Aufs Tor gebolzt. Und das ist kein schlechter. Eine schlechte Ecke. Und holen wir uns den Ball? Nein, holen wir nicht. Schade. Aber den holen wir uns nicht. Ja. Sind wir wieder ganz hinten in der Abwehrreihe. Ja, blöder Fehlpass. Unnötig. Da hinten Hector jetzt. Heinz. Das war... schlechter Pass von Freiburg. Kann man jetzt warum passt er dahin? Was macht er da? Komm, Modest. Fang den Ball ab. Wir stehen da hinten auf dem Knubbel wieder. Und jetzt gehen die nach vorne. Aber wir hatten Zeit, uns hinten wieder richtig zu stellen, aber der ist jetzt durch, aber da hinten in der Mitte steht keiner und jetzt gibt's Ecke für Freiburg. Da müssen wir aufpassen. Ecken kommen in diesem Spiel eigentlich recht gefährlich und ich hab's gerade noch gesagt. Uiuiui, ich hab den wieder drin gesehen. Gott, so knapp vorbei. Das müssen wir uns nochmal angucken. Oh, da hat echt nicht viel gefehlt und dann wäre das eigentlich ein sicherer Sieg für Freiburg gewesen, denn wir haben hier jetzt schon die 83. Minute
Obwohl ein sicherer Sieg vielleicht nicht, aber auf jeden Fall hätten sie dann mindestens einen Punkt mitgenommen. Aber den wollen wir haben, aber den kriegen wir so nicht. So nicht, denn wir sind jetzt hier unkonzentriert geworden. Jetzt flankt er wieder. Ah, nein. Und das nur. Nein, Elfmeter. Jetzt haben die den Elfmeter und wir hatten eben Elfmeter und haben ihn verschossen. Marot kriegt gelb und das ist sowas von sicher unsere erste Niederlage in diesem Spiel. Nils Petersen. Er wird schießen. Und er macht ihn nicht. Horn hält den Elfmeter. Oh mein Gott. Richtige Ecke ausgesucht. Verdammt gut gehalten. Und Nils Petersen hat schön platziert geschossen. Aber Horn ist da. Horn ist da und klärt zur Ecke. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber trotzdem müssen wir jetzt aufpassen. Wir dürfen uns jetzt nicht zu früh freuen. Sonst kassieren wir doch noch das Tor. Und jetzt hier Konter. Konter hier, Modest. Ja, ich hätte gedacht, da steht kein Abwehrspieler mehr, aber da steht Günther noch. Na, das war schön gemacht von Horn. Ich glaube, er hält uns Fans hier einen Punkt fest. Aber trotzdem hätten wir trotzdem Sieg mitnehmen können, weil wir hatten auch einen Elfmeter und haben ihn auch verschossen. Und das nur, weil wir die falsche Taste gedrückt haben. Ah, diese Sch Freiburg spielt stark jetzt momentan, ne? Spielen stark. Aber das Spiel ist aus. Warum hätte er das nicht noch laufen lassen können? Wir wären fast durch gewesen. So ist es 0 zu 0. Das zweite Unentschieden in dieser Saison. Geht angesichts des Spielverlaufs in Ordnung. War ein verdammt tolles Spiel. Zwei Elfmeter. Beide nicht drin. Und wir gucken kurz auf die Spielinfo. Ja, beide 5 zu 5 Schüsse aufs Tor. Ballbesitz hat sich nichts geändert. Zweikämpfe haben wir diesmal mehr gewonnen sogar. Fouls haben wir auch mehr begangen. Schussgenauigkeit sind wir bei weitem besser. Und Passgenauigkeit haben wir beide ziemlich gut abgeschnitten. Ja, ich glaube, das 0 zu 0 geht in Ordnung. Hat mir vor dem Spiel mehr erhofft, aber naja. Nächstes Spiel ist gegen Schalke in der Veltins-Arena. Und das Schöne ist ja, die Veltins-Arena ist in dem Spiel drin, lizenziert. Und das heißt, wir spielen in der richtigen Veltins-Arena und nicht mehr im Waldstadion. Das mag ich nämlich nicht. Hoffentlich ist da nächstes Jahr das Rhein-Energie-Stadion mit drin. Und jetzt habe ich vergessen, hier Training zu machen. Ich gucke nochmal kurz im Büro vorbei. Und dann. Ja, ich muss spielen. Ein Vorschlagtrainer. Ja, also ich denke, wir tun Milos Jojic fürs nächste Spiel mal rein. Pressekonferenzen. Schalke ein bisschen verunsichern. Und wir gucken auf die Tabelle. Welcher Platz wir sind. Wir sind Siebter und damit ziemlich weit runtergerutscht. Schade, eigentlich. Und bei Schalke müssen wir aufpassen, die sind Zweiter. Freiburg hat jetzt ist 15. Mist. Wir haben jetzt gegen fast die drei untersten gespielt und haben 4 Punkte liegen lassen. Nicht so gut, aber sind trotzdem Siebter und ich meine, wir sind Köln, ja Leute, wir sind Köln und Europa League ist da völlig in Ordnung. Wir müssen ja jetzt hier nicht direkt Meister werden. Wäre natürlich geil, wenn wir. Ich mache einen Vorschlag, Leute. Ich mache einen Vorschlag, wenn wir tatsächlich mit Köln Meister werden, werde ich nächste Saison, wenn wir dann Meister geworden sind, werde ich dann einen Schwierigkeitsgrad höher stellen auf Weltklasse, glaube ich, kommt nach Profi. Und wenn nicht, dann lasse ich das so. Also wenn wir nicht Meister werden, dann lasse ich das auf Profi. Ich glaube, das ist ein ganz guter Deal. Das ist wirklich ein guter Deal. Und würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Und würde ich sagen, ciao, bis zur nächsten Folge. Bald ist es auch wieder Zeit für The Journey. Ich habe bis jetzt nur eine Folge aufgenommen. Keine Ahnung, wann ich das dann hochladen werde. Naja, egal. Ciao, bis zum nächsten Mal.